Prost, Tino. Wunderschönen guten Tag, ein saftiges Aloha, alles Mögliche, nur für euch. Was hast denn du hier Geiles mit? Ist das dein neues Notizheft? Ich habe ein neues Notizheft, ja. Hammer, das da sind ja bunte voll. Bilder drauf. Ja, das ist so ein Comic irgendwie. Und warum ist das alte voll? Weil 2020 einfach jede Woche was zu bieten hat. Wir hatten so, so viele tolle Folgen mit so vielen tollen Notizen, die ich machen durfte. Durchaus, Dino, durchaus. Aber uns gab es jetzt ein paar Mal nicht. Also einmal gab es mich nicht und dann gab es uns beide mal nicht für eine Woche. Ja, ja, ja. Trotz allem ein saftiges Aloha, liebe Leute. Wir sind endlich wieder zurück und ihr könnt wirklich die Hose ein bisschen lüften. Wir bleiben jetzt wahrscheinlich erstmal zurück, oder? Hast ja, du ich habe nichts vor. Ne? Okay, schön. Ich freue mich. Ich war im Krankenhaus, deswegen gab es letztes Mal keine Folge und es war auch so, ich habe auch gedacht, okay, macht man jetzt noch schlecht über Discord und so und dann lag ich den ganzen Tag rum. Oh, ich bin so krank. Und ja, man weiß, ich habe dann gestreamt, okay, aber ich habe dann einfach gedacht, nee, komm, machst du den Stress jetzt nicht, weil ich auch das erste Mal habe ich dann dran gedacht, okay, jetzt ist hier Samstagnachmittag, jetzt ja noch irgendwie was in die Wege zu leiten. Das sind die Zuschauer und Zuhörer, ist nicht wert so. Ich wäre gerne gekommen ins Krankenhaus als Besucher. Ja, das war ja auch so das Ding, dass die Beschränkungen übelst nicht krass waren. Ja. Eine Person pro Tag, maximal eine Stunde. Kalle war irgendwie am ersten Tag, als er da war, war er irgendwie 3 Stunden da. Huch, das wusste ich ja gar nicht. Und dann habe ich also auch spitzbübisch auch gesagt, weil es war offiziell erlaubt von 15 bis 19. Und ich habe gedacht, was? Von 5 bis 9 habe ich mir hier aufgeschrieben. So. Ah. Ja. Wie das so ist, fanden sie nicht so witzig, aber zum Glück hatte ich ein gutes Standing mit den ganzen Schwestern da. Und das waren Nostrafikis. Das waren alles Nostrafikis, richtig gut. Das waren alles Brennpunkthörer. Innen. Alter, Herodes hat an mich herangetragen, Nachbarinnenschaft. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja. Das ist schon scheiße. Wer denkt denn bei Nachbarschaft an nur Männer? Frauen. Dumm. Das gibt es auch ganz häufig. Also auch so Studentenwerk. Aber das heißt aber Studierendenwerk. Man könnte ja auch daraus machen, Nachbarschaftsirendenwerk oder so. Hab schon direkt Bock, mich wieder operieren zu lassen. Hier eine Folge ausfallen zu lassen. Nur in den Ohren. Oh, Nachbarinnenschaft, Alter. Das ist halt echt übel. Ja, oder Vaterland. Man sollte auch. Vaterinnenland. Man wollte auch die Hymne ändern zu Heimatland. Für das deutsche Heimatland. Aber ist noch nicht passiert. Ist noch nicht durch, ja. Naja gut, andere Sachen sind durch. Ich habe sogar ein paar Notizen von der letzten Woche, also die davor. Ich habe auch viel aufgeschrieben, ja. Da war nämlich, da war so viel, Alter, und ich weiß gar nicht, wie wir das heute in eine Stunde packen wollen. Das wird die beste Stunde eures Lebens heute. Nur das Beste, die Crème de la Crème der letzten 2 Wochen. Ja, aber da war wirklich so viel dabei, was man nicht unerwähnt lassen kann. Ja. Und eins davon ist natürlich das große Beauty and the Nerd-Finale. Habe ich nicht gesehen. Nicht das hast du nicht gesehen. Also das Finale an sich war super uninteressant. Aber danach, dann wurde es richtig interessant. Ach, der Talk noch, ne, wo sie alle eingeladen haben. Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder fast 3 Wochen her oder so. Die hatten ja eine Woche später hatten sie noch dieses große Wiedersehen. Egal, da wurde der Gewinner, nämlich Ilja, der dieser Laienschauspieler war, also von Anfang an bekannt, der wurde sowas von auseinandergenommen. Und ich habe wirklich vorm PC gesessen und geklatscht. Es war so großartig. Warum? Der hat nämlich tatsächlich nur gespielt. Ja, der war gar nicht so nerdy. Der hatte eigentlich eine Freundin. Eigentlich ist dieses Freundin-Ding das Einzige, was... Und Nerds haben keine Freundin. Ja, aber er hat es halt verschwiegen. Das ist so die einzige Sache, die man wirklich objektiv vorwerfen konnte. Und das kam raus. Das kam raus in dieser Nachtalk-Sendung. Die Qual, glaube ich, irgendwie eine halbe Woche vorher aufgenommen wurde oder sowas, keine Ahnung. Und es war so großartig, wie dann alle Kandidaten sich auf ihn gestürzt haben. Und dann kam noch eine Ebene dazu. Er sagt halt, das Geld ist schon verplant. Er hat es noch nicht, aber es ist verplant und zwar für eine Augenlaserung. Wo eigentlich auch so eine Sache, wo man sagt, okay, da haben wir so ein bisschen Mitleid, okay, der hat schlechte Augen, gönnt man ihm vielleicht so irgendwie. Und dann heißt es aber, ey, aber eigentlich hast du das Geld gar nicht verdient. Was hältst du davon, wenn du das jetzt abgibst?
Also, das ist an dieser Stelle ein Angebot, aber das würde ich dann ablehnen wollen. Danke, aber nehme ich nicht an. So, und er hat sich halt immer weiter in Lügen rein verstrickt. Das kam halt auch noch dazu. Er ist halt auf jeden Fall schon ein bisschen assi, ja. Mhm. Kann man schon sagen, ist ein Arsch. Und er ist auch ein schlechter Lügner. Und das hat dieses ganze Event so zu einem Fest für mich gemacht. Ach, kann schade, ich nur jedem empfehlen. Schade. Und jetzt hat sich ProSieben tatsächlich entschieden, das Geld zu spenden an die Arche oder so. Fuck. Und da befindet er sich jetzt wohl im Rechtsstreit, ja, wo dann wahrscheinlich das ganze Geld für draufgehen würde. Ja. Und das ist also wirklich eine solche großartige Shitshow gewesen, die da letztendlich noch sich aufgetan hat. Da habe ich wirklich das Popcorn geschnappt. Also objektiv würde ich fast sagen, dass er recht hat, der Ilja. Weil er hat ja gewonnen und aus welchen Gründen auch immer. Von allem, was ich von ihm weiß, würde ich ihn auch schon als Nerd bezeichnen. Er hat halt, wie gesagt, einfach nur verschwiegen, dass er eine Freundin hat. Und ob das im Vertrag irgendwie festgehalten ist. Das wäre die Frage. Wenn sie das ausfüllen mussten und es mussten Singles sein, dann kann es passieren, dass ProSieben oder ProSieben war es, dann sagt, nö, du hast uns angelogen. Gibt kein Geld. Und Dion, wie hat Dion reagiert? Dion sagt auch, der Ilja ist nicht der beste Mensch. So. Und er findet es auf jeden Fall auch witzig. Ich glaube, er war so, ich will jetzt nicht zu sehr für ihn sprechen, aber ich glaube, er war auch eher in dem Lager, dass es sehr unangenehm war. Also Kalle habe ich zum Beispiel auch empfohlen, der so, der dann so Videos wie er live reacted, Alter, ich kann das ja gar nicht angucken, das ist so unangenehm. Und ich habe echt nur gefeiert, ich habe mir auf die Schenkel geklopft vor Freude. Das war richtig groß, weil ich auch im Vorfeld schon gesagt habe, wenn dieser Drecks Ilja gewinnt, der hat ja auch vorher noch diesen Skandal, dass er irgendwie die Kim zu sehr angefasst hat und die aber sich so ein bisschen gewehrt hat. Und ich sag dann noch so vorher, ey, wenn der jetzt gewinnt, das wird so ein Fest. Und es ist genauso gekommen und noch besser. War Ilja der Kameramensch? Genau. Oder? Ah, okay. Ja. Da muss ich echt sagen, da hatte ich auch kurz den Verdacht, also wenn jemand das spielt, dann ist es er. Ja. Weil er wirkte schon wirklich sehr, sehr überzeichnet. Wobei die Kamera, glaube ich, tatsächlich von ProSieben kam und nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Aber er hat es halt irgendwie gut verkörpert, so auch so diese Körpersprache und wie er es dann auch immer, wie er auch immer so draufgehalten hat mit der Kamera. Das wirkte schon ein bisschen komisch, aber ich will nicht sagen, ich habe es geahnt, ich habe nur gesagt oder gedacht, okay, wenn einer von denen irgendwie unecht ist, dann ist es wahrscheinlich eher Ilja. Da siehst du aber dein Sprungbrett, du musst nur zu so einer Sendung gehen und dann wirst du als Schauspieler entdeckt. Das ist nämlich sein großes Ding, er sagt hier, ich kriege keine Ausbildung. Ich muss jetzt irgendwie anders entdeckt werden. Ich acte jetzt mal als Nerd. Der ist verbrannt, sage ich dir. Ja? Der ist durch. Also, ich habe das von vielen Kollegen gehört, KollegInnen, die bei irgendwelchen... Der hat eine Frau angefasst, der kriegt jetzt eh nie wieder einen Theater- oder Schauspieljob. Das vielleicht auch. Da habe ich auch im Privatleben was erlebt, aber ist egal. Frauen angefasst, hast du? Ich kann das vielleicht mal kurz ansprechen. Aber jedenfalls, wenn du einmal bei Eva sucht Adam warst oder bei Beauty and the Nerd warst, als Schauspieler so... dann bist du eigentlich durch, dann wirst du nicht mehr gecastet in der Regel. Das ist ein bisschen scheiße auch, aber ich kann es auch nachvollziehen. Okay. Schade für dich, Ilja, dass du es auf diese Art und Weise erfahren musst. Von Tino Ranacher. Du wolltest jetzt ja nochmal was... Also Frauen, die angefasst werden, bin ich eigentlich immer dabei. Ach, oh Gott, also ich muss es echt ganz, ganz, ganz grob umschiffen für die Öffentlichkeit. Oh, okay. Es gibt einen Menschen, mit dem ich gearbeitet habe. Ja. Relativ eng. So. Und... ich wusste, dass er so ein bisschen Probleme hat mit Nähe und Distanz zu Schutzbefohlenen. Oha. So. Und ich kannte aber auch manche, die... Koma, Carsten. Nein, es ist abwegig von solchen Leuten. Ja. Ich wollte nur mal einwerfen. Es hat nichts mit irgendwas zu tun mit kleinen Kindern. Naja, so. Also nicht mit Kindern, eher so mit Jugendlichen. Aber jedenfalls... wusste man das und ich kannte auch so ein paar Jugendliche, die betroffen waren, die das aber ganz gut abgefangen haben. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay... Die mochten das. Nein, aber sie haben es irgendwie... Mach weiter! Weil diese Person, die das gemacht hat, auch eine Nummer ist. So. Mhm. Und ist halt dann nichts passiert. Und ich habe dann immer gesagt, ihr müsst dann dafür sorgen, dass ihr die Person anzeigt, wenn ihr das machen wollt. Und es kam mir dann immer die Antwort, nee, möchte ich nicht. Da habe ich auch nicht drauf... war da angespielt. Okay. Aber es war irgendwie bekannt, dass da was ist. Und jetzt kam halt irgendwie die Meldung, dass die Person, dass jetzt auch ermittelt wird gegen die und jetzt muss ausgesagt werden. Und, aber ist das dann nicht jetzt auch öffentlich? Nicht ganz. Nicht so. Mhm. Ich darf nicht viel verraten, scheiße. Ich kann sie ganz so mal erzählen, aber
Es ist ein bisschen schwierig und es hat mich voll aufgewühlt, weil ich... Kauft einfach einen Brennpunkt, in dem Timo dann eine Stunde lang dieses Thema erklären muss, ohne irgendwas Konkretes zu sagen und alles umschiffen muss. Ja, es ist halt nur das Ding gewesen, dass ich es irgendwie nicht wusste, aber geahnt habe, dass sowas passiert und man hätte andere vorwarnen können. Und ich habe es halt nicht gemacht, weil ich dachte, er bessert sich vielleicht auch und er hat sich auch gebessert, die Person so. Und ich wusste, es gab dann lange keine Gerüchte mehr und so, aber es ist eben doch wieder was passiert. Aber abseits von meiner Nähe, also jetzt ist, ich habe auch nur mit ihm ein Projekt gemacht mit der Person. Okay. Ganz, ganz komisches Ding, jedenfalls ist mir das noch gerade eingefallen. Also es ist allgegenwärtig, dieses Thema von wegen sexueller Belästigung. Und ich erlebe es. Ist ein Evergreen. Geht ja, immer. Ich erlebe es ja auch teilweise und deswegen ist es ja, ja ein wichtiges Thema. Sprecht, liebe Leute, sprecht mit jemandem darüber und zeigt es an. Ein anderes wichtiges Thema, was wir zumindest kurz angesprochen haben, ist der Brennhund-Hörerwunsch. Da möchte ich auch noch einhaken, denn Weimar zwischen Kotze und Kultur-Hörerwunsch, den wird es demnächst geben, habe ich große Lust drauf. Vielen Dank an dieser Stelle. Kommt, ich bin ja jetzt aus dem Knast raus, vielleicht sollte ich da auch noch kurz ein, zwei Wörter zu sagen, keine Ahnung. Habt ihr bestimmt an anderer Stelle gesehen. Also ich habe halt eine Operation gehabt, Nasenpolypen raus. Jetzt gucke ich gerade, dass ich das irgendwie hinkriege, dass die halt nicht alle paar Jahre wiederkommen, weil ich hatte das Nasenpolypen, ja schon mal so ähnlich. Wie Michael Jackson, ja, auch Nasenpolypen rausnehmen lassen. Genau. Oh, ist ein bisschen was weggekommen. Auf einmal bin ich schwarz. Was ist da passiert? Nee, ist an sich alles ganz gut verlaufen. Aber ich muss halt jetzt irgendwie Cortison-Tabletten nehmen. Dem Arzt geht's schlecht, aber ja. Dir geht's gut. Und damit ich die besser vertrage und kein Magengeschwür kriege, muss ich noch andere Tabletten nehmen. Wenn die dann durch sind in 4 Wochen, in denen ich auch keinen Sport machen kann und nicht ins Freibad gehen darf, wegen Chlor und so, dann muss ich wohl weiterhin Nasenspray nehmen, bis auf immer und ewig, ohne Aussicht auf Änderung, keine Ahnung. Auch nach dem Tod quasi noch. Genau, das ist dann auch kortisonlastig und dann ist die Hoffnung, dass diese Scheiße nicht wiederkommt. Aber ich habe halt dazu auch noch meine Asthma-Symptome und Unverträglichkeit von Schmerzmitteln. Also ich bin quasi so richtig prädestiniert dafür, dass das auch einfach wiederkommt. Scheiße. Aber aktuell kann ich zumindest ein kleines bisschen riechen. Es tut mir sehr leid, dass du mich jetzt hier gerade riechen musst. Ja. Ich denke mir immer, wenn ich zu Robin gehe, muss ich mich nicht einsprühen mit Deo. Ach, einsprühen sowieso nicht. Natur. Aber vielleicht ein bisschen Wasser hin und wieder verwenden, Leute. Wie die Leute im Angelcamp. Okay, dann erst das. Nee, sag ruhig. Ich dachte nur gerade, du gesagt hast, wegen viel Geld, so was ProSieben jetzt spenden will. Ja. Es gibt noch eine Person, die viel Geld bekommen hat. Jeff Bezos, oder was? Nicht Julia Reda, nein. Greta Thunberg hat Geld bekommen, und zwar 1 Million Euro. Das ist ja fast so viel wie die 13 Milliarden von Jeff Bezos am Montag. Kann man sagen. Und sie hat einen Preis gewonnen, der Preis für Menschlichkeit, für ihr Engagement, dass sie die Umwelt, dass junge Menschen zu UmweltaktivistInnen aufgeladen hat und akquiriert hat. Und was macht sie? Spenden. Sie haut alles auf. Nein, sie spendet alles. Kauft erstmal einen dicken SUV. Yeah. Fuck off, Leute. Nee, tatsächlich. Und sie hat jetzt die ersten 100.000 schon gespendet, irgendwie an einen Verein, der dafür sorgt, dass Umweltzerstörung als Straftat gelten soll. Finde ich gut. Vielleicht kann die ja 25.000 abzwacken und die Ilja spenden, damit er seine Augen gelasert bekommt. Der arme Kerl, ja. Ja. Dann sieht er auch die Umweltverschmutzung besser. Stimmt. Ja, das ist doch schön. Fast so schön wie das Angelcamp. Hast du das mitbekommen? Gar nicht, oder? Das ist nicht so deine Welt. Naja, ich habe jetzt irgendwas gelesen von wegen, dass es gerade so ein Hype ist, dass Promis angeln gehen. Ja, erklär mal. Also was genau ist da passiert? Es wird sowas sein wie Beauty and the Nerd, irgendwie der Star und der Fisch und dann müssen die sich alle angeln, so Sido und Kool Savas und so und dann müssen die mit dem Fisch dann sowas machen wie Beauty and the Nerd, also der Fisch wird dann umgestylt. Genau, der Star muss dann im Wasser schwimmen und lernen, wie man mit Kiemen atmet und der Fisch muss dann ein Rap-Video machen und dann können die am Ende Geld gewinnen. Ja, so ähnlich war es. Es war das größte deutschsprachige Stream-Event letztes Wochenende. Bis zu 312.000 Zuschauer am gleichen Zeitpunkt. Fürs Angeln. Und sie waren angeln. Sido, Manny Mark, glaube ich, Knossi, ganz große Nummer. Der hat auch 300.000 neue Follower bekommen in dem Zeitraum. Tanzverbot war da und natürlich allseits bekannt und beliebt Montana Black. Mhm. Ja. Also die Creme de la Creme der deutschen Assi-Kultur, kann man mal sagen. Will ich jetzt nicht per se verteufeln, diese Leute. Ja? Es sind ja ganz, ganz nette Menschen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, so ein Event zu machen, warum macht man dann einen Scheiß Angeln mit Assis?
Naja, also es scheint ja zu laufen. Ich glaube, es geht mehr um die Gespräche vielleicht. Die wollten so ein Setting schaffen, ja, dass die sich unterhalten, und das kann man ja beim Angeln machen. Du hast die Möglichkeit, und man muss sagen, technisch gesehen war es echt gut umgesetzt. Ja, weil das machen dann halt Leute, die qualifiziert sind und nicht einfach nur deren einzige Entertainment-Faktor ist, haha, der macht russisch Roulette und dreht an einem Automaten in seinen Streams und schreit dann lustig rum. Die können dann vielleicht ein bisschen was. Und mit diesem Equipment hätte man, und ich pitch das jetzt hier nochmal, damit ich es schön für mich reserviere, die olympischen YouTuber-Spiele einfach aufziehen können, die ich seit Jahrzehnten verlange. Ja, ja, ja. Einfach, stell's dir vor, Lord Abaddon gegen Lord Drache, ja, die sich gegenseitig gegenüberstehen, auf dem Zweifelderball spielen und sich gegenseitig Bälle in die Schnauze hauen. Lord gegen das, Lord. Das wollen die Leute sehen. Ja. Bibi, die gegen Dagi B irgendwie im Badminton oder was weiß ich, was man da so macht, im Hochsprung. Verschiedene Disziplinen, ja. Im Ringen. Stell dir das mal vor, Dagi B gegen wie habe ich sie die andere genannt? Bibi. Hier, einfach im Ringen gegeneinander antreten. Das wollen die Leute sehen. Beim Ring wäre aber spannender, Excel 95, wie der heißt. Gegen Tanzverbot. Gegen Tanzi, genau. Ja. Das wär spannend. Das wollen die Leute sehen, nicht im scheiß Angelcamp. Also ich sag das, ich pitch das jetzt hier, ich reserviere mir die Rechte. Wenn das jemand einer macht, verklage ich dir die Scheiße aus dem Leib. Und dann gucken aber über 1 Million Zuschauer live zu. Das sag ich, wie es ist. Die YouTube-Olympics. Ja. Die Para-YouTube-Olympics. Ja, ist wie es ist. Ich bin immer noch für Schlag den Oster. Es kam auch schon Bewerbung an mich. Ja. Ich, weil ich ja gesagt habe, ich will das ein bisschen mit organisieren und die Fragen und so sammeln und so. Ich bin der Elton von der Geschichte. Ja, da kriegen wir was hin. Kriegen wir bestimmt was hin. Also bewerbt euch bei mir, liebe Leute. Es gibt schon BewerberInnen, aber schreibt mir und dann können wir irgendwann mal Schlag den Oster. Vielleicht wieder so ein großes Event. Der 48-Stunden-Stream ist ja bald ein bisschen her. Dann machen wir so im Spätherbst vielleicht nochmal ein großes Event. Wäre halt schon auch gut, wenn das irgendwie draußen umsetzbar ist. Also Wettkämpfe wie Mau Mau und dann gibt es ein Quiz. Und Sprinten, Weitsprung oder sowas. Ja. Wer Handstand am längsten machen kann. Ja. Das wäre spannend. Vielleicht kann man es einfach so machen, das ginge ja. Dass man quasi Außenkameras hat und dann restreamt. Also zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie, du streamst zum Beispiel auf deinem Twitch-Kanal einfach mit der Handykamera außen. Ah, und dann fängt man das hier ab, damit man quasi trotzdem ein stationäres Ding hat, aber irgendwie außen halt auch filmen kann. Spannend, ja. Da ist vielleicht was möglich. Ja, aber da sitze ich gerade noch nicht dran, das kommt in der Zukunft. Angelcamp, schöne Sache an sich, aber verschenktes Potenzial meiner Meinung nach. War das einmalig oder wird das wiederholt? Das wird wieder passieren. Und irgendwie hängen die auch mit Kim.com zusammen, ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war oder so, aber er hat gesagt, das nächste Angelcamp dann in Neuseeland. Aha. Weiß ich nicht, mal gucken. Lebt der da? Oder der lebt da, weil der ja nicht an die Autoritäten ausgeliefert wird aktuell. Mhm. Stimmt. Knossi hat vor 2 Wochen noch irgendwie so einen Fan mit einer Autotür umgehauen oder auch nicht. Or did he? Ich weiß es nicht genau, das wollte ich absichtlich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Naja, es war, man sieht halt nicht alles. Er sitzt in seinem Auto und irgendwie ist halt draußen so eine Menschentraube und macht so eine ruckartige Bewegung an der Tür. Mhm. Keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall mal noch Knossi in Real Life machen. Das hat er sich mittlerweile verdient. Das wird lustig, ja. So. Ich finde ihn ja sehr unsympathisch, muss ich sagen. Ich das ist auch. Meine Meinung. Ich bin auch kein Fan, ich sag's wie es ist. Tut mir leid, Knossi, dass du es so erfahren musst. Was ich auch auf traurige Art und Weise erfahren musste, ist, dass die Frau von Will Smith ihn betrogen hat. Aber auch nicht so wirklich, angeblich, ist alles ein bisschen tricky. Er war nicht drin. Nee, es war irgendwie der beste Freund des Sohnes, den sie irgendwie aufgepäppelt hat und dann so eine Verbindung. Das ganz Absurde daran haben ist... Haben sie gefickt oder haben sie nicht gefickt? Ja, aber angeblich war das so ein offenes Ding und das ist okay oder so. Das ist aber auch nicht das Absurde, nein. Irgendwie ist das in den Medien groß geworden. Und was machen sie? Die hat irgendwie so ein Red Table, heißt es, so ein Talk-Format. Und da hat sie quasi ihren Mann genötigt, darüber ausführlich zu reden, wie sie doch da mit diesem fremden Mann Geschlechtsverkehr hat, vor Millionen von Menschen. Und das ist so geil anzusehen. Also wahrscheinlich wenn ich wieder geil sage, ist wahrscheinlich für viele Leute übelst unangenehm und cringy. Aber das ist auch schon wieder so eine Dekonstruktion, dieser Will Smith, der dann irgendwie so sagen muss, ja, voll cool, für mich ist voll okay. So, und im Inneren schreit er, weißt du? Und du merkst es halt. Ich habe Memes gesehen, von wegen, wie kann man ihn betrügen, so einen tollen Mann wie ihn, aber ich wusste nicht, ob das ernst gemeint war. Ja. Aber offenbar schon. Also wie gesagt, dieses Betrügen ist die eine Sache, aber dass man das irgendwie so in die Öffentlichkeit zieht, ist so
pervers auf eine Art. Und dann merkst du halt, dass es ihm nicht so super damit geht, auch wenn das jetzt irgendwie schon längere Zeit her ist. Mhm. Aber Gott, oh Gott, das war richtig schön. Wenn die eine offene Beziehung haben, dann ist es wahrscheinlich doch okay für die beiden. Also es hat halt so gewirkt, als hat sie das einfach bestimmt, wir haben jetzt eine offene Beziehung. Ach so. Übrigens, Schatz, offene Beziehung, ich habe gestern gevögelt mit hier Manfred. Ja. Offene Beziehung ab jetzt. Alright, it's rewind time. This ja. is the story, all about that. Ja, also das war auf jeden Fall auch ein kleines Highlight. Ist aber, glaube ich, auch letzte Woche schon gewesen. Wollte ich zumindest. Wir müssen ja alles nachholen, tatsächlich. Ja. Was ich spannend fand, war, es gab einen Corona-Leugner, der war auf einer Corona-Party. Nein. Und hat sich anstecken lassen absichtlich, um Oha. Zu beweisen, dass alles nicht so schlimm ist. Mhm. Er ist tot. Okay. Er hat sich echt angesteckt und war dann im Krankenhaus. Und als es ihm richtig mies ging, muss er wohl dann gesagt haben zu den Pflegekräften, ich habe einen Fehler gemacht, ich dachte, es wäre alles nur Fake, aber es ist nicht so. Und ein paar Stunden später war er tot. War das ein Deutscher? Nee, ein Ami, glaube ich. Aha. Na, gucke an. Die werden jetzt bestimmt daraus lernen. Zu Amerika kommen wir vielleicht gleich erst. Also da ist auch wieder reichlich passiert. Ja, also ja, da Donald wieder, der hat gequakt ohne Ende. Es tut uns leid, aber es geht nicht ohne Donald. Es geht nicht ohne Leider. Ihn. Aber es geht auch nicht ohne Bill Gates, Elon Musk und Jeff Bezos, Kanye West, Uber, Apple und andere High-Profile-Accounts. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Die wurden gehackt. Sehr witzig. Und da hat jemand gesagt, bei Elon Musk hat es, glaube ich, am meisten gefunkt, weil... Es hat gefunkt, oh. Ja, also das funktioniert, sage ich mal. Ja. Denn dem traut man am ehesten solche Aktionen zu. Und zwar hieß es irgendwie, jeder Betrag, den du mir jetzt über Bitcoin schickst, schicke ich dir in doppelter Form zurück. Ja, klar. Und das haben genau. Das haben all diese Accounts halt gepostet, sehr große. Und letztendlich waren es wohl mehrere hunderttausend Dollar dann wahrscheinlich umgerechnet, die dann auch zusammenkamen. Also viele denken sich natürlich, okay, das muss jetzt Scam sein, aber viele fallen halt auch rein. Ich habe gerade einen Namen erfunden dafür, und zwar ist das Finanzdarwinismus. Mhm. Ja, doch, ist gut. Ja, danke. Ja, gefällt mir. Das fand ich auf jeden Fall eine witzige kleine Sache. Obwohl es natürlich auch schon wieder, also eigentlich, es trifft halt immer die armen Schweine, die halt einfach IQ-Knäckebrot haben und dann auf so einen Scheiß reinfallen. Das musst du doch mal hinterfragen. Warum soll ich jetzt diesen nikuanischen Prinzen? Nicaragua? Keine Ahnung. Aus Neuguinea, weiß ich nicht. Warum soll ich dem jetzt $1,000 überweisen, damit er mir eine Million überweist? Was ist da der Sinn dahinter? Es gibt keinen. Ja. Deswegen Finanzdarwinismus. Aber in dem Fall, wenn dich Bill Gates anschreibt mit dem verifizierten Account bei Twitter oder so, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann ein bisschen mehr gefangen werden. Ich hätte es nicht gemacht. Weil aber es ist ja ein Unterschied, ob er dich anschreibt oder ein öffentlicher Tweet. Also Bill, du kannst mich jederzeit einfach anschreiben, meine DMs sind offen. Ach, es war öffentlich, war ein Post? Ja, ach so, ich dachte, der hat Menschen angeschrieben. Nee. Ach so. Ja. Aber, ja gut. Wie gesagt, bei Elon Musk kann man es am ehesten sich noch vorstellen. Aber wenn fucking Apple das postet, yo, gebt mal hier euer Wallet raus. Da würde ich schon stutzig werden, so ein bisschen. Hm. Gebe ich zu. So. Es gab doch in Oldenburg zwei Männer, die einen Busfahrer geschlagen haben, also ins Koma oder Hirnerschütterung. Das nicht sogar, also das ist das eine Weile her. Das gab's schon, aber es gab es jetzt nochmal in Oldenburg. Ist das jetzt Oldenburg. Ein Trend? Genau. Ist das jetzt so wie Planking? Richtig. Also, Busfahrer-Spanking? Wenn der Busfahrer dich zwingt, eine Maske zu tragen, einfach auf die Schnauze hauen. Geil. Bis funktioniert, ja. Hat funktioniert. Kann man damit Klicks kriegen auch? Klicks nicht, aber auch Aufmerksamkeit. Schade, na dann bin ich raus. Klicks, wenn ich die nicht kriege, dann... Aufmerksamkeit brauche ich gerade nicht. Kann ich verstehen. Jedenfalls. Also ich habe den einen oder anderen Busfahrer in Weimar, du, der guckt mich auch manchmal an, wie der braucht es jetzt. Ja, da braucht sich nicht mal eine Maskenpflicht so. Ja, würde ich auch so auf die Schnauze hauen. Ja, eben. Ich kenne ja auch diesen einen da, der ehemalige Freund meiner Familie da so ein bisschen, der auch so Verschwörungstheorien auf Facebook postet. Also wenn der von mir mal verlangt, dass ich eine Maske aufsetzen muss, du, da... Ist der Hand aber ganz locker. Der trägt die selber wahrscheinlich so nur über den Mund und Kinn. Ja. Jetzt hätte ich nie gedacht, dass du mal den IQ eines Menschen an der Nase ablesen kannst. Kann man inzwischen. Ja. Nicht den Penis, aber die am Mundschutz, ja. an der Nase. Wobei ich bei vielen glaube, dass sie vielleicht einfach das sehen, wie andere das machen und sich dann denken, okay, dann mache ich es für mich auch, weil es irgendwie angenehmer ist. Weil es sagt keiner was so. Aber ich denke mir halt jedes Mal so,
dann. Das Allergeilste ist ja noch, wenn sie es unterm Kinn tragen. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal beobachtet. Aber nicht in Läden, das machen sie nur auf der Straße. Habe ich gestern erst unten im Atrium gesehen. Zwei hintereinander. Oh Mann, ey. Die würde ich rausschmeißen. Tja. Meine Eltern waren wohl auch letztens irgendwie in einem Biomarkt und wollten da auch ganz kurz was kaufen. Und hatten dann ihre Masken liegen gelassen zu Hause. Aber wollten halt kurz vor Ladenschluss noch was kaufen. Ja. Und da ist mein Vater wohl auch. Irgendwie so hat sich das irgendwie zugehalten. Er hat gefragt, weil eine Verkäuferin draußen stand. Man kann ja zur Not das T-Shirt einfach hochnehmen. Und hat er gefragt, darf ich denn einfach nur mal ganz kurz ausnahmsweise irgendwie meine Nase und meinen Mund in meinen Pulli reinmachen, dass ich ganz kurz mir nur Brokkoli kaufen kann. Und da hat meinen Vater voll angeschrien. Nee, wie dumm kann man sein? Rausgeht an deinen Vater der Rat, gar nicht fragen. Da gibst du den Leuten erst die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und in dem Fall, also das T-Shirt drüber, das ist halt der gleiche Effekt. So. Ist ja auch in den meisten Fällen der gleiche Stoff wie diese selbstgenähten Dinger. Machen ja auch viele gerade. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall nicht so angenehm, weil man den Kopf immer so nach unten hat, aber für die paar Meter ist das schon okay. Nicht fragen, einfach machen. Papa, wenn du aber zuhörst, nur bei richtigen Sachen, nicht wenn man ein asoziales Stück Scheiße ist und, weißt du, nicht einfach ohne Maske reingehen. Wenn man es vergessen hat, mal, ja, ist es okay, aber sonst bitte immer. Das war jetzt nur aus meinem schelmischen, frechen, nicht ganz so legalen Playbook, weißt du? Wie man so kleine Sachen umgehen kann im Alltag. Würde ich aber nicht gelten lassen als Ladenbesitzer, dass man irgendwie das T-Shirt benutzt. Ist aber der gleiche Effekt. Ich würde mich verarscht vorkommen, weil ich dann das Gefühl hätte, die Person macht das nur, während sie in den Laden reingeht, dann guckt keiner. Dann zählt es ja nicht mehr. Wenn du es runternimmst, dann zählt es natürlich nicht mehr. Das ist ja Quatsch. Da hätte ich eben die Angst, dass es nur zur Schule ist. Ja gut, aber runternehmen kannst du eine andere Maske auch. Das ist aber ein größerer Aufwand, als einfach das loszulassen. Weiß nicht, da bin ich vielleicht zu allmann, aber das finde ich. Also ich muss jedes Mal im Krankenhaus, wenn ich auf den Flur gehe, auch Maske tragen. Und wenn ich nur kurz mein Tablett rausschaffe und meine Maske da irgendwo liegt, dann nehme ich halt auch kurz das T-Shirt und das war auch voll okay. Mhm. So, egal. Ich war ja auch zum Seminar letztens oder war es auch so. Wir saßen alle mit riesigem Abstand so im Kreis, wir Teilnehmer. Und da wurden Materialien in die Mitte des Raumes gelegt. Weil wir die nicht rumgeben durften. Und durftet ihr einzeln nur hingehen, oder? Und nicht mal einzeln, mussten halt hingehen, auch als Gruppe, so egal wie. Und dann Maske aufsetzen, das holen, hinsetzen, Maske absetzen. Geil. Also völlig, weiß ich nicht, habe ich nicht verstanden. Maskenpflicht gibt es jetzt aber auch im Walmart. Ich hoffe sehr darauf, dass es jetzt viele neue tolle Videos von sogenannten Karens gibt, die sich darüber ganz frech aufregen. Das gab es jetzt bis vor kurzem tatsächlich nicht. Ah. Muss man sich erst so vorstellen. Walmart, der Laden, wo dann jeden Tag irgendwie 20.000 Leute auf einem Haufen sich tummeln. Jetzt erst die Maskenpflicht. Aber das ist schon wieder zu sehr Amerika, da kommen wir vielleicht echt erst am Ende hin. Aber die bekommen kalte Füße langsam, ne, die Amis. Ja, man könnte fast meinen, fast 150.000 Tote ist gar nicht so geil. Nö. Ist irgendwie schlecht, ne? Ach, jetzt wo ihr es sagt? Ich wollte noch auf was anderes vorher eingehen. Nämlich ein bisschen internationaler. Unsere großen Freunde aus Russland und aus Thailand, die protestieren seit Wochen. Also Warum? Bei Russland ist es jetzt, glaube ich, knapp über 2 Wochen. Konnte ich nicht erwähnen im letzten. Weil irgendwie ist das nicht so geil, dass Putin noch bis 2036 oder so einfach alleiniger Herrscher sein soll. Und selbst in Thailand sind sie auf der Straße. Und da müssen wir jetzt ganz doll auch aufpassen. Auch gegen Putin? Gegen Putin. Die das nervt uns auch ein bisschen. Ja, unsere russischen Freunde von fast nebenan. Und da muss man aber jetzt ganz, ganz doll aufpassen. Und ich mache jetzt nur mal zu experimentellen Zwecken einen Hitlergruß, Tino. Das hier ist ein Hitlergruß. Aber in Thailand nehmen die den kleinen Finger rein und machen so. Aha, darf man das? Das darf man. Ich weiß gerade gar nicht, für was genau das ein Zeichen ist, aber halt dafür diesen Widerstand. Und in Thailand ist auch ganz schön kritisch, denn da gibt es ein sehr strenges Gesetz, dass du eigentlich das Königshaus komplett nicht kritisieren darfst. Und manchmal wird auch eine Berichterstattung schon als Kritik ausgelegt. Und das wird bis zum mit dem Tode bestraft. Das ist noch ganz, ganz altes Haus. Das wusste ich gar nicht. Das ist in Thailand ganz, ganz kritisch. Und deswegen ist das besonders spannend, dass sie da sich gerade so ein bisschen gegen wehren. Der Prozess auch. Ja, es gibt einen Hitlergruß. Wir brauchen irgendwas, was man dagegen machen kann. Wir nehmen einen Finger weg. Aber, ja, aber wie dieser kleine Finger da so einen Unterschied machen kann. That's what she said. Ja. Aber die Frage ist ja auch, ob das hier auch gelten würde. Das ist ja technisch so kein Hitlergruß. So verbuchen wir halt einfach Solidarität mit Thailand mal kurz. Genau.
was wollen sie machen? Ich glaube, es ist vielleicht dann doch ein bisschen ungünstig. Aber das fand ich ganz witzig. Wenn du, ich kann ja mal kurz hier live versuchen, Thailand Protest googeln, und dann sieht man halt so ein Bild, wie so eine ganze Menge so dasteht, und ich denke auf einmal, huch, was ist hier, eine kleine Zeitreise? Ja. aber nein, die haben nämlich einen kleinen Finger weniger. Thailand Protest. Prothese. So, das kann jetzt jeder am Empfangsbolzen auch mal machen. Ja, wenn man es von vorne sieht, sieht es nicht ganz so schlimm aus. Da halten sie halt einfach so eine 3 hoch, ne? Aber das Foto, was ich meine, war von hinten gefilmt. Ja, die machen ja auch nicht diesen Winkel, die machen ja wirklich so nach oben irgendwie, ne? Ja, ich zeig dir nochmal, wenn ich es finde, das Video, das Foto, was ich gesehen habe. Das ist eher so wie Faust erheben, nur dass halt die Finger flach sind. Ja. Aber finde ich schön, international irgendwie gibt es immer mehr Leute, die sagen, unsere totalitären Regime hier, die sind gar nicht so geil. Und die versagen auf ganzer Linie. Da frage ich mich, wo kommt das her? Das ist komisch. Weil alles vor die Wand fährt, weil alle arm sind, die Reicher immer reicher werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Reicher immer reicher? Ja. Was war das jetzt am Montag? Was hatte ich eben angeteasert? An einem Tag 13 Milliarden? Jeff Bezos? Ja. Der hat sich, wie Nico Semsrott gesagt hat, sehr reingekniet an dem Tag. Der hat mal richtig die Ärmel hochgescrollt und dann ging's, hat er wirklich mal richtig rangeklotzt. An einem Tag, ne? Ja. 13 Millionen? Milliarden? Milliarden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist absurd, ne? Also ich habe auch mittlerweile, das ist eine neue Faszination, die so auch YouTube gepackt hat, so ganz viele Vergleichsvideos, zum Beispiel mit Minecraft-Blöcken, wo man sieht, okay, ein so ein Block ist jetzt irgendwie $100,000 und dann kommt halt Elon Musk, der so einen riesen Quader hat, und dann kommt Jeff Bezos, der das nochmal quadriert hat. Richtig hart. Das Einzige, wofür Minecraft gut ist, um das zu veranschaulichen. Ja, mit Reis wurde das ist Minecraft schon scheiße, wer spielt, ist ein Nazi. Ja. Meine Meinung. Meine Frage. Spielt, ist ein Nazi? Ich habe ja immer an allen Ausgaben gesagt, dass ich nicht geschlafen hätte. War immer gelogen, heute stimmt's wirklich. Ich habe nicht geschlafen. Gar nicht? Also, nee, eigentlich gar nicht. Dann mach nochmal Mittagsschlaf. Vielleicht sehen wir uns ja heute Abend nochmal. Ja, auf jeden Fall. Ich will fit sein. Mit dir, Tino. Mit dir. Es gab noch ganz spannend Rittersport gegen Milka. Hast du, Alter? Der große Clash. Okay, sag's mir nicht. Also ich bin auf jeden Fall, wenn ich mich entscheiden müsste, Team Rittersport. Ja. Aber worum ging's? Gab's ein Wettessen? Was ist denn der Unterschied zwischen Milka und Rittersport? Vielleicht gibt's keinen und deswegen ist die Klage jetzt da. Nee, aber bei Rittersport ist zum Beispiel, die haben geilere Varianten. Ich sag's, wie es ist. Knusperflocken und Knusperkeks, die sind richtig gut. Aber es gibt da eine Sache, kann nicht mithalten. Eine Sache, die hat nur Rittersport-Schokolade. Die quadratische Form. Richtig. Oh, quadratisch, shit. Praktisch, meistens gut. Nein. Und das wollte Milka auch machen. Nein. Und da haben Hitler-Sport gesagt, nee, das haben wir. Und da hat Milka auch gesagt, nee, ihr könnt doch nicht einfach hier so eine Form einschreiben lassen, schützen lassen. Aber das Gericht hat gesagt, doch, das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Echt, ja? Das ist schlecht. Und es kam wohl daher, jetzt alle Würfel irgendwie gebannt, oder? Ne, Würfel nicht, aber so diese Flächen, so Vierecke, das darf nur Rittersport ab sofort. Also immer noch nur die. Und ich habe jetzt auch gelesen, das kam wohl daher, dass früher Schokolade so schwer aufzubewahren war, weil die waren immer schon so rechteckig. Und die waren die Ersten, die das irgendwie so dann so gemacht haben, dass es in Taschen besser passt, so quadratisch, dass es nicht rausfallen kann. Genius. Also das Gewicht halt nicht so. Das kannst du aber nicht sein, als da versagt doch die deutsche Justiz, versagt doch da auf ganzer Linie. Die können doch jetzt nicht wirklich die nächsten 50.000 Jahre hier sich reserviert haben, die einzigen Leute zu sein, die quadratische Schokolade machen. Offenbar schon. Was ist das denn? Ist mir egal. Also an sich ist es mir auch egal, aber es ist schon irgendwie dumm. Die können doch was Neues erfinden, ein Dreieck oder so. Schokoladendreieck. Ja, ich mache einfach jetzt eine Firma und jede andere quadratische, nicht quadratische, geometrische Figur mache ich jetzt als Schokolade und als Döner und als alles, und dann verdiene ich bestimmt ganz viel Geld. Als sechsseitiges Prisma Schokolade. Ja, dumm. Aber schöne Nachricht, die ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Glückwunsch an Rittersport. Finde ich auch leckerer als Milka tatsächlich. Nee, also nach der Geschichte bin ich jetzt doch Team Milka. Nee. Ich bin ein Siegertyp, ein Gewinnertyp. Ich esse beides tatsächlich fast nie, aber Knusperflocken sind schon gut. Na, wenn ich Schokolade kaufe, mache ich sehr selten, dann Lind oder Rittersport. Lind also. Was bist du denn für ein dekadentes Schwein?
Die wenn ist voll deine, geil. Wenn das deine linken Freunde erfahren, was du hier für Bonzenscheiße kaufst, Alter. Lind, links, klingt ähnlich. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Lind, Alter. Die ist voll lecker. Ich bin enttäuscht. Das ist übelst teuer. Ja. Oh, Alter, mit einem Lächeln. Das gönn ich mir. Sein Schauspielergeld, sein bezahlt GEZ und noch Lind obendrauf. Der scheiß die Kohle, Alter. Okay. Was gab es denn noch? Es gab übelst viel. Du hast vorhin von irgendeinem Verschwörungstheoretiker geredet und dann hast du nicht Attila Hildmann nochmal angesprochen. Ja. Der hat irgendwie Todesdrohungen an Volker Beck immer wieder ausgesprochen. Richtig. Ja, an den grünen Politiker Volker Beck. Hat gesagt, wenn ich Kanzler bin oder Führer, was weiß ich, dann werde ich Volker Beck in der Öffentlichkeit kastrieren und ihm so oft auf die Eier treten, bis er stirbt oder sowas. Also er hat ihn massiv bedroht, Woche für Woche. Und jetzt gab es endlich mal irgendwie, es gibt ein Verfahren gegen ihn, wegen Beleidigung Aha. und Morddrohung. Da sieht man mal wieder, man darf in Deutschland nichts mehr sagen. Gar nichts mehr eigentlich, ne? Es ist einfach eine Frechheit. Jetzt wähle ich Attila Hildmann. Ja. Leider war, als Ausländer darfst du in Deutschland sagen, was du willst. Nur als Deutscher musst als du deine nicht. Klappe halten. Ja, hat vielleicht der geneigte Zuhörer in meiner Instagram-Story gesehen. Oder in meiner. Oder in ich deiner, ja. Auf dem auf dem Theaterplatz stand ein Bauarbeiterauto mit eben jenem Spruch. Und für mich war es so faszinierend, weil der war halt ausgedruckt, sehr verpixelt und extra lamentiert. Boomer. Um dann das in das Fenster des Autos zu fropfen. Und diese Mühe muss man sich halt auch erstmal machen. Und als der Typ dann ankam, dachte ich so, ich will jetzt hier nicht in Klischees denken, aber ich dachte mir so, okay, diese Person sieht jetzt auch nicht allzu glücklich aus. Und sehr Im Geiste eher schlicht. Im Geiste eher schlicht, aber vor allem halt irgendwie vielleicht auch mit sich selbst ein bisschen unzufrieden. Ja? Hat man vielleicht an der Körperform und an der Gangart so ein bisschen gemerkt. Adipös vielleicht. Ja, aber halt so, also das ist schon sehr ungesund. Es war nicht einfach nur dick, sondern wirklich so geformt wie irgendwie, weiß ich nicht, übelste Saufleber oder so. Also ganz, ganz nicht so schön. Und da hat er mir dann schon wieder leid getan. Da dachte ich, okay, aber man muss ja die Leute irgendwie abholen. Irgendwie, ach, der ist fett, der darf Nazi sein, ist okay. Nee, so meinte ich das nicht, aber weißt du, ist ja klar, wenn du übelst unzufrieden bist mit allem, dann suchst du ja einen Grund dafür, der am besten nichts mit dir zu tun hat. Mhm. So, und es wäre ja irgendwie gesünder, den da irgendwie rauszuholen aus seiner Scheiße. Nur Weight Watchers kann ihn noch retten. Den einfach vor mal, dem Rechtsradikalismus. Den einfach mal irgendwie nach Nepal geschickt. Nepal ist gerade übrigens nicht so geil. Und mal auf einen Selbstfindungstrip. Und dann, das schafft er gar nicht zu Fuß. Stimmt. Okay, vergessen wir das. Ach, Leute, schön. Und da hast du, oder irgendwer hat da wohl was drüber geklebt. Nicht Deutscher, sondern Dummer. Irgendwer hat da was drüber geklebt. Ich weiß auch nicht, wer das gewesen sein könnte. Mhm. Ganz unangenehmer Zeitgenosse. Und es dachten Menschen, ich war es gewesen. Ja? Warst du. Nach der Story. Ich bin. Aber ich distanziere mich davon. Ich bin prinzipiell gegen jegliche Form von Gewalt und von, wie heißt das, wenn man Sachen beschädigt? Vandalismus. Vandalismus. Ich bin auch gegen Gewalt und deswegen die nächste Schlagzeile hat mir richtig den Puls hochgetragen. Schlagzeile, da fängt schon an. Ist echt so. Da war ein Kind, ja, ein kleines Mädchen, es wurde von einem Hund angegriffen und dann kam auf einmal der kleine Bruder von dem Mädchen an, hat sich dazwischen geworfen auf diesen Hund, hat den armen Hund verprügelt, wurde dabei zerbissen, ja. So viel Gewalt in einer Nachricht, das konnte ich nicht ab. Hat dann hinterher gesagt, ey, wenn hier einer stirbt, soll es nicht meine Schwester sein, sondern ich. Ja? Ja. Oder der Hund. Hat diesen armen, zerfleischenden Hund hier übelst auf die Schnauze gehauen, der kleine Junge. Hat auch nur Hunger, der Hund. Ja, genau. Richtig, da habe ich so einen Puls gekriegt. Und hinterher noch, ne, diesen Brandschatzer und Störenfried und Tierquäler, ja. Der wurde hinterher auch noch ausgezeichnet von Captain Fucking America. Der wollte nur die Aufmerksamkeit, oder? Der wollte nur die Aufmerksamkeit. Chris Evans kam hinterher an, der Captain America aus Avengers, und hat ihm einen eigenen Captain America-Schild geschenkt. Hat er verdient. Weil er angeblich tapfer war, so ein armes, wehrloses Tier zu verwamsen. Hat er verdient, so ein scheiß Schild. Ekelhaft, ey. Da kann er sich jetzt hinter verstecken. Müssen wir dieses Gesicht nicht ertragen. So ein Triebtäter. Man erträgt es echt nicht mehr. Ja. So viel Gewalt auf der Welt. Als Tierschützer. Man sollte sie Gewalt nennen. Man sollte sie gewaltsam davon überzeugen, dass Gewalt nicht gut ist. Ja. Meine Meinung. Ja. Prinzipiell. Schön. Doch, schön. Wir haben noch Kool Savas, hat Drachenlord retten wollen. Was? Ja? Ja.
Hat er, glaube ich, nicht geschafft. Ich habe da gestern so eine Roomtour gesehen. Ja, genau. Der lebt immer noch im Dreck. Du hast gespoilert, genau. Also er hat ihn nicht retten können, tatsächlich, ja. Cool Savage ist ein Rapper und der hat irgendwie mitbekommen, dass es einen Drachenlord gibt und hat gemerkt, dass das Dorf und er Probleme haben. Und ich glaube, der hat nicht mitgekriegt, dass es da Klicks zu holen gibt. Das vielleicht auch. Und er hat dann gesagt, ja, das braucht einen Mediator. Das mache gerne ich. Ich vermittle jetzt zwischen Drachenlord und dem Dorf. Cool Savage ist das, der ist dafür bekannt, oder dass er immer so ganz nette Worte findet so und gutmenschen streitschlichtende Liebeslieder in die Welt. Das ist cool der, oder? Savage, genau. Ja, okay. Auch genannt Uncool Savage. Okay. Und er hat aber aufgegeben. Also er hat wohl ihn nicht mal... Was hat er denn gemacht, bevor er aufgegeben hat? Also er hat erstmal nur getwittert, so. Ach so. Macht es denn Sinn, das zu machen? So. Und dann meinten alle nein. Ah, okay, na dann. Doch, er hat aber telefoniert mit den Dorfleuten, mit dem Drachenlord. Er ist nur beleidigt worden, hat gemerkt, er ist nicht zu retten, hat aufgegeben direkt. Cool, Savage. Schade. Wenn er es nicht kann, dann keiner. Und er meinte auch, dass nicht mal der Papst da noch helfen kann. Okay, interessant. Ja, Sido hat ja da irgendwie vor einem Monat sich noch ins Gespräch getraut. Vielleicht ist das jetzt so dieses neue Ding, ja. Mit Rainer, Die haben telefoniert. Sido hat ja während Corona auch so Livestreams und so viel gemacht. Hm. Und da haben sie mal telefoniert. Das war ja kurz bevor die Bildleute bei ihm zu Hause waren. Hm. Als Sido noch zu Drachenlord gesagt hat, ey, wenn die Leute vor deinem Haus sind, die darfst du musst sie ignorieren. Und ein paar Tage später, ja, sie ist und so. War ganz witzig. Aber vielleicht ist das in der Rap-Szene jetzt das neue Ding so. Alle machen mal was mit dem Drachenlord. Oder machen sie mal Virtual Signaling. Ey, wir sind voll toll, wir machen was Gutes. Aber eigentlich dann doch nicht. Ohne Drachenlord geht's nicht mehr in der Rap-Szene. Ja. Muss man so Alter, sagen. Hast du die Schießerei in Berlin mitbekommen? Haftbefehl? Nee, was? Ach so. Echt? Da hat sich ins Bein geschossen aus Versehen. Ist der dumm. Ja. Ja, ist in Character. Genau. Hm. Ist das jetzt passiert? Vor ja, Gott? Wirklich. Der war unter Drogen und hat sich ins Bein geschossen aus Versehen. Aha. Mit einer Spritze oder schon mit einer Pistole? Mit einer Pistole. Okay, kann man mal machen. Der hat bestimmt gehört, dieser 50 Cent, der hat so ganz viele Schussverletzungen. Sieht voll geil aus. Ich glaube, ich entwirre heute dieses Rap-Game so ein bisschen. Ich steig da dahinter, was man so machen muss. Du bist ja auch schon Rapper, ne? Du hast ja auch schon gerappt. Ich habe auch schon gerappt, ja. Als nächstes schieße ich mir irgendwo ins Bein und dann lasse ich mich vom Drachenlord verbinden. Bitte livestreamen. Okay. Ja, nice. Nee, in Berlin-Neukölln gab es eine Schießerei auf ein Auto. Also eher so auf die Reifen. Mhm. Da ist nämlich einer irgendwie geflüchtet. Am Anfang war es eine normale Verkehrskontrolle. Ein Verkehrsflüchtling, oder? Ja. Der kam übers Mittelmeer mit seinem Mercedes. Nee, es war ein BMW-Fahrer. Und das Video dazu ist relativ viral gegangen, auch international. Für Deutschland auch relativ krass, wenn Schüsse abgefeuert werden tatsächlich. Mhm. Und war ganz witzig. Die Polizei im Video ist nicht so gut davongekommen. Es gibt einen Highlight-Moment. Ist ein Trend gerade, würde ich sagen. Ja. Vielleicht. Also die halten ihn halt auf, aber er fährt auf die zu und deswegen gehen die zur Seite und versuchen dann auf den Reifen zu schießen. Dann fährt er in drei Autos rein, das war in Kreuzberg, mitten am Tag halt so, Straße, bum bum. Drei Autos rein und ein Bus, kommt nicht mehr weiter. Polizei rennt hinterher, der eine, der ihn verfolgt, sagt, also der Polizist, nimm die Hände hoch, du Hurensohn! Oder nee, du Wichser oder irgend sowas in die Richtung. Okay. Der Typ witzig. Tut nicht dergleichen, komischerweise, steigt aus. Genau, das ist Beleidigung. Steigt aus und sprintet weiter und die Polizei aber wirklich sowas von hinterher gejoggt. Ja. Witzig. Da braucht es dann um die Ecke so ein paar Leute. Also es gab so einen jüngeren Typen, der hat versucht, sich da reinzuschmeißen. Dann gab es noch einen anderen, der hätte einfach nur ein Bein stellen müssen, hätte die Situation klären können. Keiner hat was gemacht so. Und die Polizei halt so echt übelst gemächlich hinterher gejoggt. War sehr witzig. Es war wirklich wie aus GTA. War schön. Der hat sogar so ein bisschen den Laufstil von Niko Bellic aus GTA 4 gehabt. Das sehe ich mir an tatsächlich, das merke ich mir. Schicke ich dir. Gibt zwei verschiedene Perspektiven, ist sehr witzig. Was wollte ich denn noch sagen? Kansas City. Ich glaube, wir müssen langsam echt zu unserem allseits bekannten und beliebten Trump kommen. Ja, fast. Ich habe noch so ein paar Sachen vielleicht vorher. Immer hau raus, gerne. Weimar hat jetzt wieder neue Corona-Fälle. Ja, neun, das kommt halt auch dazu. 9 aktive und 120 sind in Quarantäne. Und es sollten eigentlich 200 sein, aber irgendwie wehren sie sich oder so. Ja. Ah, oh, es ist so dumm. Das ist hart, nach wochenlang... Das ist halt auch für meinen Geburtstag so. Ich hole halt echt nur die wenigsten Leute ran, so. Also, fühl dich geschätzt. Oh, danke. Ja.
Es ist halt wirklich dumm. Mein Immunsystem ist durch die Dingsens auch ausgesetzt, so ein bisschen. Durch die Tabletten, die ich nehme. Das heißt, ich bin nochmal anfälliger für so ein Shit. Und bin ja eh so ein bisschen Risikogruppe. Oh, es ist alles so. Aber dumm. Draußen geht's ja auch. Ja. Also meistens gibt es die Ansteckungen eher, wenn die in der Bar drin sitzen. Zum Beispiel, wie jetzt auch in der Planbar, gab es ja auch den Fall, wo so ein, der auch krank war, irgendwie war erkältet und ist trotzdem in die Planbar gegangen. Hm. Dann hat er alle angesteckt. Geil. Gibt es eben auch. Aber war das auch Corona? Auch Corona, genau. War das nicht eine Familie irgendwie, die sich angesteckt hat? In dem Fall ja. Und die Woche davor gab es wohl den Fall mit der Planbar. Okay. Dumm. Planbar ist außerdem die Dummheit von Trump. Oder willst du noch was sagen? Aus allem, was du sagst, mache ich eine Überleitung zum Donald. Ist gar kein Problem. Ramelow, das sage ich noch. Ja. Bodo Ramelow hat im Landtag den Mittelfinger gezeigt. Trump hat mit Epstein damals auch gerne kleine Mädchen weggeramelot. Sehr gut. Ja. Nee, was hatte, was das Ramelow? Ach so, Mittelfinger, Ramelow. Ja, Alter. Ja, ja. Also, es ging um den NSU. Und dann hat die AfD auch wieder einen Beitrag abgegeben zum NSU. Was ja, sie sollen ja alle reden dürfen im Landtag. Aber er hat wohl keinen Moment über den NSU gesprochen in der Rede der AfDler. Hat nur auf andere gezeigt, irgendwie hier, die Linke da, die Linke hier. Die machen es auch alle schlecht. Hm. Hat Ramelow irgendwann gesagt, hat dann einfach Mittelfinger gezeigt und wohl gesagt, du Dreckvieh oder so, keine Ahnung. Hm. Und da gab es ein bisschen Ärger dafür. Also es ist jetzt nicht der intelligenteste Ansatz, aber Alter, das ist das. Ich habe es mir gar nicht weiter angeguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass der Shitstorm ziemlich groß war. Ja. Und ich hatte echt nicht die Muße. Das war gerade, als ich im Krankenhaus war, habe ich am Rand mitbekommen und dachte mir wieder, oh Gott, Alter. Es sind halt immer diese symbolischen Sachen, wo am meisten Fass aufgemacht wird. Genau andersrum halt auch in Amerika dieses, ja okay, wir nennen jetzt irgendwie die Straße hier um und nennen die Black Lives Matter Straße oder schmieren da sowas drauf. Das ist ja alles schön und gut, aber das bringt halt eigentlich nichts. So. Es hat immer nur diese symbolischen Sachen. Ja, ja, so, aber hat das halt auch. Das ist richtig dumm. Mehr ist es nicht. Okay. Ist ein Statement. Also viele haben auch dann geschrieben, dass sie stolz sind auf Ramelow und man müsste Nazis viel öfter den Mittelfinger zeigen. Hm. Ja, schön. Ja, ich weiß auch gar nicht, das ist alles. Mittelfinger zeigen auch so Trump vielleicht. Sollte man vielleicht tun? Man weiß es nicht. Also Trump die letzten zwei Wochen hat mal wieder, also wirklich, das war ein Best-of. Da kann man eine Top 5, glaube ich, machen diese Woche. Stimmt. Mal schauen. Ja, ich glaube, ich habe eine Top 4. Eine Top 4. Also, das Goya-Gate gab es. Trump und seine Tochter, erst die Tochter, dann er, haben mit Goya-Bohnen Marketing gemacht quasi. Mhm. Also der Chef von Goya, das ist jetzt wie, was gäbe es in Deutschland, irgendwie Wagner oder so. Ja. Stell dir vor, Wagner sagt, ich glaube Wagner ist Nestle-gedingst, ne? Glaub schon, ja. Wagner sagt, de Merkel, die find ich richtig geil. So. Und dann sagen Leute, naja gut, ich mag die Merkel nicht, deswegen kaufe ich jetzt keinen Wagner mehr. Ja. Und dann sagte Merkel aber, hey, guckt mal, hier diese ganzen Wagner-Produkte. Ich sitze hier gerade im Kanzleramt. Und das Kanzleramt hat jetzt nicht so die Strahlwirkung wie das Weiße Haus. Also es gab ein Foto einfach von Trump, wie er so einen Haufen Bohnen vor sich auf dem Tisch ausgebreitet hat. Mitten in einer fucking Pandemie, 20% Arbeitslosigkeit, 23 Millionen Amerikaner sind kurz davor, ihre Wohnung zu verlieren, übelste Obdachlosigkeit wartet auf die und so. Und er nimmt sich die Zeit und macht so ein Fotoshooting und sagt, hier, Goya ist voll toll. Ja, hier im Weißen Haus, wir stehen zu euch. Was ist Goya-Bohnen? Goya. Sind, ich kenne nur Sojabohnen, aber Goya. Nee, Goya heißt halt einfach die Marke. Die machen so. Unter anderem Bohnen. War natürlich auch wieder ein Schachzug, um von dieser ganzen Sache mit Russland abzulenken, die davor ganz groß war. Das hatten wir, glaube ich, in dem Brennpunkt besprochen, als du nicht da warst. Dass Putin quasi Kopfgelder auf Soldaten in Afghanistan ausgesetzt hat. Und dass da teilweise auch was ausgezahlt wurde. Also wenn Afghanen, Amerikaner in Afghanistan abschießen, gab es Bezahlung von Russland. Ist jetzt. Und das war ein Riesending. Und dann gab es Bohnen. Und plötzlich redet alle Welt nur noch von Bohnen. Also reden wir von Kaffeebohnen? Von Chilibohnen? Ich glaube Essenbohnen. Okay. Ja. So, dann Top 3, ja. Der großartige Demenztest. Das war jetzt eben die Bohnen, ja, waren Top 4. Super lustig, ja. Top 4. Top 3 ist der Demenztest. Ja. Denn Trump, das hat er auch vor Wochen schon mal gesagt. Ey, hier, ich habe einen Test geschafft. Ja, super geil. Jetzt ging es nochmal explizit darum, dass es halt ein Demenztest ist, beziehungsweise einfach nur ein Test,
wenn du den schaffst, heißt es, dass du okay bist. Dass du nicht dement bist. Genau. Ja. Das heißt einfach nur, dass du nicht dement bist. Also du kannst da nicht irgendwie 100 von 100 Punkte und das heißt dann, du hast einen IQ von 8000. It was not easy. The last five questions were so tough. Richtig. Und er hat wirklich ganz ausführlich erklärt, warum das so wichtig ist und warum der so gut ist. Und selbst Fox News Chris Wallace, der eigentlich, ne, Fox News ist ja pro Trump, sehr deutlich. Ja. Selbst der hat gesagt, okay, aber der Test war jetzt wirklich nicht so schwer. Bei einer Aufgabe muss man von 107 zurückzählen. Mhm. Und sagt dann so 93 und lacht noch dabei. Und dann nach diesem Interview gab es nochmal, ich weiß gar nicht, warum entsteht das? Also wirklich, alles, was er macht, egal. Dann hinterher rechtfertigt er sich von einem anderen Dude und sagt, naja, aber das ist wirklich ganz schwer. Da muss man sich dann 5 Wörter merken. Und er sagt dann so, Person, Man, Woman, Camera, TV. Hm. Und dann gibt's extra Punkte, wenn du das in der richtigen Reihenfolge merkst. So. Und es ist wirklich so absurd. Ich habe mir diesen Test angeguckt. Ich muss den eigentlich mal im Stream machen. Wie ein Grundschulkind, ey. Ja, in dem Test musst du halt unter anderem erkennen, ob es ein Elefant ist, was du da vor dir hast und so Geschichten. Das ist auf jeden Fall die Top 3. Aber man kann dazu sagen, dass dieser Fox News-Typ da Trump gegrillt hat. Also schon, er hat ihn schon übelst angegangen. Also, und obwohl er trotzdem, er sagt doch an einer Stelle, I'm doing you a favor, und Trump fällt ihm aber ins Wort. Also er wollte es ihm schon so zurechtbiegen quasi. Mhm. Richtig unfassbar. Da gab es ja einige Sachen, so Statements von Trump, die nicht gestimmt haben. Dass Bernie Sanders und Joe Biden irgendwie ja, die der Polizei. Die Gelder irgendwie kürzen wollen und es würde wohl im Programm stehen, aber ja. Da hat der Interviewer gesagt, das stimmt gar nicht. Da hat Trump das sich bestellen lassen, so das Programm hat es auch nicht gefunden, ja. Und dann abgelenkt. Genau. Und dann, viel mehr. Dann ging es auch darum, dass er schon durchblicken lassen hat, dass er vielleicht das Wahlergebnis nicht anerkennt, weil die Briefwahl. Die zum Beispiel seine Sprecherin, die hat in den letzten 11 Jahren 10-mal gewählt und zwar immer Briefwahl. Mhm. Also wenn seine Pressesprecherin das macht, ist voll okay. Mhm. Aber die Briefwahl an sich, die es auch schon 150 Jahre gibt in Amerika, die wird das Ergebnis verfälschen gegen den armen Trump. Die gibt es überall bei uns auch. Ja. Die Briefwahl. Top 2. Ghislaine Maxwell, die Lebensgefährtin von Jeffrey Epstein. Okay. Der sich ja vermeintlich selbst umgebracht hat in einem Hochsicherheitsgefängnis, was darauf ausgelegt ist, suizidgefährdete Leute nicht dem Tod zu überlassen. Ist dumm gelaufen, Robin. Ist dumm gelaufen, hat auch vielleicht dumm gehangen. Ist fragwürdig, aber egal, die wurde ja jetzt vor 1,5 Wochen vom FBI gefasst und Trump wurde auch danach gefragt. Er hat gesagt, er wünscht ihr alles Gute und ja. Er weiß nicht, um was es da genau geht. Diese ganze Geschichte mit Andrew und Epstein, das weiß er alles nicht genau, aber er wünscht ihr alles Gute. Herr Hitler, Sie haben Juden einsperren lassen. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, der Juden und ja. Ja, das war tatsächlich eine Sache, wo ich, wenn ich zum Beispiel auf Reddit unterwegs bin, gucke ich auch gerne mal ins konservative Subreddit. Wie da so, also die Pro-Trump-Leute. Und selbst da wurde mal gesagt, hey, das ist jetzt irgendwie nicht so der geile Zug. Das ist irgendwie eine Person, die hier potenziell hunderte Kinder irgendwie gesextrafficked hat. Und der irgendwie alles Gute zu wünschen, ist irgendwie nicht so der allergeilste Move. Und wir werden sehen, wie sie. Also das ist gerade eine der spannendsten Sachen, fernab von dem ganzen Elend und Leid, was gerade in Amerika geht. Aber da bin ich gerade schon sehr investiert, wie das mit der weitergeht. Also ist er mit ihr so ein bisschen NSYNC? Also sie sind schon so, also sind beide so Friends. Eigentlich schon, aber er weiß ja nicht so genau, also, ne? Im Zuge dessen gab es auch noch alte Interviews, die wieder rausgekramt wurden, wo er dann ganz klar gesagt hat, ey, frag mal Prince Andrew, was da gerade abgeht, so, oder wo er halt eher damit angegeben hat, dass er da so Insiderwissen hat, so wie du vorhin mit dem Insiderwissen von dem pädophilen Schauspieler, ich sag das jetzt einfach mal so. Nee, Schauspieler, aber ja. Okay. Ja. Ja. Danke, dass du es nochmal expliziter machst. Und nicht pädophil. Okay. So, auf jeden Fall wünscht ihr alles Gute und mal gucken, ob ihr alles Gute entgegenschlägt. Da kann man aber natürlich jetzt auch rausziehen, wenn man vielleicht sich ein bisschen der Verschwörung öffnen möchte, dass das so wieder mit dem Pardon wedelt. Also, dass man sagt, hey, ich erlasse dir das, wenn du nicht gegen mich aussagst. Das könnte da so ein bisschen drinstecken. Ja. Aber ist natürlich nicht bestätigt. Wirkt vielleicht ein bisschen so nach außen. Und Trump hat ja erst jemanden begnadigt, ne? Ja. Wer war das denn nochmal? Roger Stone war, glaube ich, der Letzte. Genau, der Ex-Berater aus der Russland-Affäre.
der war, Falschaussagen gemacht hat. Genau. Und Trump gesagt, ach, mein Homie, lass den mal raus, so. Dem geht's eh ganz schlecht im Gefängnis, ja. Der ist ja ganz schlimm krank. Und Corona ist ja auch ganz gefährlich für die Leute im Gefängnis. Ja. Für die ganzen Schulen, die aufmachen müssen, da ist es nicht gefährlich. Nee, auf keinen Fall. Und nur für die Trump-Supporter ist es gefährlich im Gefängnis. Ja. Und die Top 1, das bewegende Thema über die letzten, ich würde sagen, 10 Tage mittlerweile, die Gestapo ist wieder zurück. Ach toll. Ja, war eine traurige Zeit ohne. In Amerika gibt es jetzt quasi eine Secret Police. Trump schickt seine Federal Police nach Portland. Mhm. Da gibt es wohl Ausschreitungen. Also alles, was ich gesehen habe, ist wesentlich friedlicher gewesen als alles, was davor war, so mit brennenden Häusern und so, ist da eigentlich gerade nicht. Und die haben einfach nur so ganz schlecht aufgenähte Police-Sticker auf ihren Uniformen, haben keine Marke, kein Nichts, können sich nicht ausweisen oder so, sagen nicht, wer sie sind und stecken einfach random irgendwelche Leute von der Straße in Autos rein, die auch nicht markiert sind. Also einfach in irgendwelche Zivilautos werden. Die sind halt in Militärdress, steht Polizei drauf und dann holen die halt die Leute von der Straße, die gerade friedlich protestieren. Die leben das dann wahrscheinlich so aus irgendwie. Die haben in ihrem Leben nichts geschafft und jetzt wollen sie mal Cops sein. Wie diese Bürgerwehren immer in Deutschland. Also man weiß es nicht genau. Es ist halt auf jeden Fall kein ausgebildetes Militär. Es ist halt wirklich irgendwie so eine fucking Squad. Keiner weiß genau, was das jetzt für Leute sind. Es kann halt wirklich, eigentlich kann sich jeder so einen scheiß Lappen holen, wo Police draufsteht und das auf die Uniform nähen. Und eigentlich musst du in Amerika, wenn du gefragt wirst, nach deiner Dienstmarke und so, musst du dich halt irgendwie identifizieren. Genau. Aber das machen die nicht. Das machen die nicht, die stecken dich einfach nur in Lehne. Weil die keine Cops sind. Das ist der Vorteil. Vielleicht sind sie Cops, vielleicht nicht. Das ist halt ein bisschen fragwürdig, aber auf jeden Fall ist das, was da abgeht, absolut. Ich will nicht wieder mit der Diktaturfahne wedeln, aber das ist schon nicht cool, was da geht. Also das ist schon sehr faschistisch irgendwie. Also liebe Merkel-Gegner, guckt mal nach Russland, wo sich Putin gerade zum Kaiser ernennt, ja, der bis 36 noch Präsident sein will. Guckt mal in die USA, wo wirklich Menschen begnadigt werden, weil die Freunde sind vom Präsidenten und wo so eine Gestapo-ähnliche Organisation hantieren darf. Das sind diktaturähnliche Zustände, nicht bei uns. Ja. Ich erwähne es ganz oft hier, aber man kann es nicht oft genug erwähnen, dass es so ist. Im Zuge dessen gab es wenigstens noch eine halbwegs positive Sache, ein virales Video, was ich echt hart gefeiert habe. Da ist so ein weißer Navy-Veteran vor so Leuten gewesen, also in Portland war das auch. Und er stand da rum, hat einfach nur gesagt, ey, erinnert euch doch mal an den Eid, den ihr geleistet habt. Und die fangen halt wie bescheuert an, auf den einzuschlagen. Und er steht da wie so ein Tank. Und nicht der Eid, nicht der Eid. Ja. Nee, aber er steht einfach da wie so ein Tank und lässt sich überhaupt nichts anmerken. Ihm wurde dabei der Arm gebrochen, weil die echt mit den Schlagstöcken auf ihn einwamsen zu viert. Aber er steht halt einfach da, lässt sich nicht anmerken, dreht dann irgendwie nach 10, 15 Sekunden um und zeigt einfach nur so Mittelfinger hoch auf beiden Seiten. Und der wurde jetzt interviewt. Der hat auch innerhalb der letzten Woche jetzt 75.000 Follower bei Twitter gekriegt. Der wurde interviewt und ist super, super humble gewesen. Hat gesagt, ich verdiene die Aufmerksamkeit überhaupt nicht. Ich würde das gerne weiter zurücklenken auf Black Lives Matter und so. Mhm. Und ist da jetzt voll involviert. Und der ist halt ein echter Navy-Veteran, der halt eigentlich bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von, aber eigentlich vertreten die ja so gewisse Werte. Mhm. Eigentlich schützen die ja das eigene Volk. So. Ja. Und stecken nicht irgendwelche Leute random in irgendwelche Autos und entführen die. Und es ist nämlich eine Entführung, wenn es keine Straftat gibt, die vorliegt, ist es eine Entführung. So, und irgendwo protestieren gehen ist halt beim First Amendment auf jeden Fall safe abgesichert. Du kannst halt auf die Straße gehen und protestieren. Aber es gibt ja auch ein bisschen Hoffnung, ne? Dass es dann noch Menschen wie ihn gibt, die cool sind in solchen Positionen. Durchaus. Mal schauen, wie das weitergeht. Also das ist wirklich, fucking Amerika ist so unter Feuer. Aber es gab noch mehr Trump-Themen. Also zum Beispiel wurde er zum ersten Mal öffentlich mit einer Atemschutzmaske gesehen. Ja, das war auch so eine Sache. Also er hat auch jetzt eine kleine Kursänderung gemacht. Der hat jetzt seit 2 Monaten wieder angefangen, diese Pressebriefings zu machen. Ja. Und da sagt er dann einmal kurz, dass er es jetzt empfiehlt, eine Maske zu tragen. So. Aber dann denke ich mir auch, okay, dann sagt er jetzt einmal was nicht völlig batshit crazy ist. Und dann sagen alle, oh, auf einmal Trump ist ein neuer Mensch, ey, super geil. Mhm. Und dann merkst du auch in dem Moment, wo er dann nicht mehr abliest, sagt er dann auch wieder, ja, hier Masken, ja, mal gucken, so, weißt du. Also keine Ahnung.
ja, er hat eine Maske getragen. Es soll auch kein Lob sein, aber ich meinte nur, das war jetzt so ein Ding irgendwie, oh krass, er trägt doch eine Maske. Und er hat sie auch empfohlen inzwischen so, und das finde ich halt schon krass, dass er jetzt doch diese Wende macht. Ich denke mal, sein Team sagt, ey, du musst das jetzt langsam machen, weil halt Joe Biden irgendwie bis zu 15 Prozentpunkte vor ihm schon ist in den ganzen Umfragen gerade. Mhm. Und dem geht da vielleicht schon der Kackstift. Und Linkin Park hat ihm untersagt, dass er ihre Musik nutzen darf. Nice. Für Videos. Sie mussten jetzt schon ein Video löschen für Trump. Ist da extra hier, wie heißt der, H.B. Baxter, wie heißt der? Genau, H.B. Baxter ist wieder auferstanden. Und hat gesagt, Trump so nicht. Genau. Wie heißt der da, Alter? Der heißt doch so ähnlich. Chester Benning. Chester Baxter. Oder so. Ja. Cheddar? Cheddar-Käse. Das war doch mal noch der Gag irgendwie, jetzt ohne Cheddar oder so. Ja. Chester Bennington heißt er, glaube ich. Ja. Genau, kann sein. Ja, nice. Dann vielleicht, wir haben jetzt schon wieder fast die Stunde rum, Alter. Was ist denn hier los? Hast du noch was ganz Wichtiges? Ich habe sonst noch was, was unterm Radar ist. Habe ich vorhin angeteasert, nämlich Nepal. Ja, also der virale Hitler geht für mich an Manuel Neuer. Oh, okay. Es gab wohl ein Video, wo er ein rechtsextremes Lied irgendwie gesungen haben soll. Ja, aber ein italienisches oder so. Und er nicht wusste, was es bedeuten soll. Hm. Finde ich so Hitler-mäßig doppeldeutig. Aber das wäre dann der virale Mussolini an dieser Stelle. Ach so, tatsächlich, ja. Hm. Der virale Mussolini geht an Manuel Neuer, Glückwunsch. Okay. Dann müssen wir Abschied nehmen von, ich war ein Riesenfan, von Grant, ich kenne seinen Vornamen, Grant Imahara. Ah, ja. Von Mythbusters. Ach so, ja, stimmt, ja, habe ich tatsächlich. Ach ja, doch. Ja, alle. Aber habe ich nie geguckt, interessiert mich nicht. Was? RIP. Das war so hilfreich, so lehrreich. Ja, so also lustig. Ich weiß schon, was das ist. Ich habe da auch einzelne Clips gesehen, aber ich bin da nie so investiert gewesen. Ich kenne den mit dem Bart und mit der Glatze da. Genau, das sind die Hauptmenschen. Da gab es noch so Co-ModeratorInnen. Ja. Und der ist jetzt gestorben, der eine, der Grant, mit 49 Jahren an einem Hirnaneurysma. Ja, das ist halt, ist halt richtig dumm. Was soll denn die Scheiße jetzt? Ja, kann das sein? Hallo? Das ist ja kleiner. Moment. So. Das war das Signal, dass wir nur noch 5 Minuten Zeit haben und jetzt hier auch noch ein Paket abgeben muss. Oh. Das hier ist das falsche. Das größere Paket. Na, das ist doch mal ein Qualitätspodcast. Wie im Radio früher, Tag der offenen Tür, kann man sagen. Hey, vielen Dank für das Annehmen. Ciao. Das war ja eigentlich ich, der es angenommen hat, ne? Ja, das stimmt. In deinem Namen quasi. Und noch eine lustige Meldung von mir zum Schluss. Und zwar gibt es jetzt gerade ein Forschungsprojekt. Und zwar Wissenschaftler suchen Freiwillige, die sich ein Tim Bensko-Konzert anschauen. Okay. Tatsächlich. Und ich dachte, what the fuck? Gibt's Geld für? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, Freiwillige, also wahrscheinlich eher nicht. Bin ich raus. Und zwar, weil sie prüfen wollen, wie hoch die Ansteckungsgefahr von Corona ist bei einem Konzert. Aha. Das finde ich ein bisschen, ich finde es auf vieler Weisen schwierig. Können wir da mal schwierig. Alle Menschen, die zum Beispiel City-Roller fahren oder Longboard, reinstecken in dieses Konzert? Ich würde eher sagen, die nicht dran glauben, sollte man dahin, damit sie dran glauben, weißt du? Ach so. Interessant. Die ganzen Verschwörungsschwurbler zu Tim Bensko schicken, erst dass sie diese Musik ertragen müssen. Aber wie ist denn da die Idee? Hinterher in Quarantäne und dann, also wenn das seriös sein soll. Ich habe das nicht genau, ich habe nur die Überschrift. Bist du wieder auf Postillon reingefallen? Nein, dachte ich auch erst, aber es ist eine richtige Meldung. Na gut. Okay, Damen und Herren, ich habe hier jetzt noch vielleicht eine neue Rubrik oder so unterm Radar. In Assam und Nepal gab es Fluten, die hunderte Menschen getötet haben und Millionen Leute mussten ihr Heimatdings verlassen. Hat wahrscheinlich besser als umgekehrt. Das stimmt, hat wahrscheinlich aber keiner mitgekriegt. Ein Drittel von Bangladesch ist unter Wasser gerade. Oh, shit. Und auch die Fluten betreffen auch einen Damm in China, der irgendwie 40 Millionen Leute betrifft, wenn der Damm irgendwie überläuft oder so. Scheiße, ja. Und jetzt? Ja, wollte ich nur kann mal man sagen. Das verhindern? Also, kann man da was zum Pflaster drauf machen oder Panzertape oder so? Ich hoffe. Panzertape hat bis jetzt noch fast jedes Problem von mir gelöst. Ja. Bei so einem Damm braucht man schon 2 Rollen, glaube ich. Und ob China sich das leisten kann? Nicht mehr. Die können ja einfach das Elend und Leid von den ganzen Uiguren, die klatschen die Uiguren dahin, stapeln die da hoch. Ist bestimmt doppelt festhalten, so hoch. Festhalten, genau. Ja, ist einfach doppelt so hoch wie der ganze Staudamm an sich. Man muss die Ressourcen abchecken, die man hat. Ja. Three Gorges Dam heißt der, keine Ahnung. Kann man Gorges. Mal Gorges. Gorges. Ja, und zum Schluss aber noch was Uplifting.
Denn auch in China, da gibt es auch gute Sachen bisweilen. Da haben Wissenschaftler einen Bluttest rausgefunden, mit dem man Krebszellen sehr, sehr früh erkennen kann, bevor man überhaupt Symptome bekommt. Ja, bis zu 95% der Getesteten hat man quasi vorher das gesehen, dass sie später mal Krebssymptome entwickeln werden. Und wenn das jetzt groß wird, dann dem Bastard Krebs kann man vielleicht dann doch ein kleines Beinchen stellen. Man kann ja Krebs auch heilen, wenn es frühzeitig erkannt wird. So. Also es sehr früh. Ist günstig dann. Finde ich schön. Und auch die ersten HIV-Fälle wurden schon geheilt. Es geht vorwärts medizinisch. Ja. Macht ihr das dann auch so, dass ihr dann euch so trefft auf solchen HIV-Partys, um das dann hier auch so Tim Bensko-mäßig genau, und zu gucken, wie es passiert, wie man sich ansteckt. Nice. Natürlich. Was geben wir der Woche? Ich gebe eine hohe Zahl. Ich sag's, wie es ist. Ja. Aber ich kann auch nicht ganz einordnen, was da jetzt alles aus dieser Woche ist und was aus der letzten. Es war so ein durchgehendes so ein White Noise. Ich würde zusammenfassen einfach. Okay. Tatsächlich, die zwei Wochen. Ich bin gerade bei so 8,5, glaube ich. 18 von 20? Ja. Trump, Maske. Grant ist gestorben, ja, traurig. Adela Hildmann, Todesstrafe. Ich würde nicht so hoch gehen, aber ich finde es okay. Also ich sag auch 8, komm. Also ist mir egal. Wenn wir die letzte Woche wirklich mit reinzählen mit diesem, guck mal, als Angelkämpfer auch. Und Unge haben wir gar nicht erwähnt, Alter. Unge war auch gesperrt. Wow. Weil er Veganer ist? Nee, angeblich wegen sexuellem Content. Und das stimmt überhaupt gar nicht. Also YouTube dreht da auch gerade ein bisschen durch. Aber keine Ahnung. Von mir aus auch eine 8, weil halt wirklich eigentlich war es letzte Woche vieles davon. Aber ich musste es erwähnen. Okay, eine 8 ist okay. Gut. Mehr nicht. Okay. Weil also wir hatten ja bei Christchurch eine 9. Das ist immer wieder Christchurch, ne? Das ist das Maß aller Dinge bei uns im Podcast, weil höher ging es bisher nicht. Okay. Ich sage aber, wie es ist. Wenn Trump irgendwie putscht oder wiedergewählt wird, ist es für mich vielleicht auch schon 9,5. Ah. Weil das ist halt, also aktuell... Ja, stimmt. Der hat halt so schlechte Zahlen. Wenn das irgendwie noch rumgerissen wird... Oh, fuck off, Alter. Ich bin auch zu investiert, glaube ich. Egal. Leute, es war mir ein Fest. Gib Trump mal eine Chance. Ja. Liebe Leute, es hat Spaß gemacht. Mein Geburtstag ist außerdem diese Woche gewesen. Wenn ihr das hört, war gestern mein Geburtstag. Ja. Also kauft alle fleißig einen Hörerwunsch und spendet bei Patreon, denn ich habe Geburtstag, hallo. Also war das jetzt eine 11 von 10 diese Woche. Kauft gleich 10 Hörerwünsche. Nee, 29 Hörerwünsche. Mindestens. Für jedes Jahr einen. Oh Gott. Eines Lebens. Kommen wir ewig nicht hinterher. Ist egal, wir haben Zeit. Nee, kauf dann lieber einen Hörerwunsch über 2 Stunden oder so. Okay. Egal. Große Rabattwoche. 20 Euro für 2 Stunden oder so. Nein. Mach mal nicht. Wir haben ja noch einen Hörerwunsch ausstehend. Nur einen, ja, stimmt. Ich glaube, aktuell ist es nur einer. Außer ist nochmal was dazugekommen. Weimar. Egal, Leute. Die Musik ist so unerträglich laut. Au, au. Tino, es war mir ein Fest, endlich mal wieder mit dir hier. Das stimmt. Umsitzen, aufschlitzen. Geil. Es ist wie eine Wiedergeburt. Ist so. Bis bald, liebe Leute. Tschüssi. Und wisst zu schätzen, wenn ihr riechen könnt. Das ist geil. Ihr wisst gar nicht, was ihr habt.